Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy und wir widmen uns heute der letzten Welt. 52 Sterne braucht man, die habe ich ohne Probleme und es ist die Feuereruptionen. Es sind die Feuereruptionen, also sozusagen einfach eine Lava-Galaxie. Und das finde ich sehr cool, dass Nintendo hier eine Lava-Welt ans Ende gepackt hat. Die haben sie ja bekanntermaßen sehr gut drauf und wenn wir uns einigermaßen gut anstellen, dann schaffen wir sozusagen in diesem Part die letzte Welt. Aber ihr merkt schon, irgendwie kommt man da nicht so ganz auf 120 Sterne. Und dann widmen wir uns mal dem Problem, wie wir an die letzten Sterne rankommen. Aber jetzt müssen wir erstmal hier durch diese heiße Angelegenheit durchkommen. Und die Musik klingt schon mal sehr episch und kreiert eine wunderbare Stimmung hier. Und was mir bisher aufgefallen ist, bisher ist noch gar kein Gourmet-Luma für die Loft. Auf jeden Fall für die letzte Kuppel erschienen. Das heißt vielleicht, dass der Luma, welcher am Kinderzimmer erschienen ist, der letzte ist. Und für den werden wir zum Glück bald genug Mess haben. Weil ich hatte wirklich Angst davor, nicht mehr genug sammeln zu können. Obwohl ich ja eigentlich immer schon darauf achte, viel mitzunehmen. Aber wenn der sozusagen nochmal 200 mehr verlangt hätte, als der im Kinderzimmer, dann hätte ich offscreen aber nochmal ganz, ganz schön viel farmen müssen. Aber da bisher noch keiner erschienen ist, habe ich Hoffnung, dass ich das nicht mehr tun muss. Und ich hier in der Galaxie einfach noch genug sammeln kann, sodass ich mir dieses ganze Offscreen-Sammeln sparen kann. Weil wirklich viel Lust hätte ich darauf nicht und es würde auch ordentlich viel Zeit fressen. Ne? Ich glaube 1400 oder 1600 Meth-Teile zu sammeln. Das wäre echt aufwendig. Und hier oben sind nur Münzen. Okay. Na dann schieße ich mich mal weiter. So, hier auch noch weiter. Aber ich will in den Vulkan rein. Ich lasse mich hier mal fallen. Und okay, ich lande hier auf so einem Teil. Oh, cool. Oh, da erscheint viel Mess. Das will ich haben, aber auch die Lava steigt. Oh nein. Ah, hochschießen. Und los. Oh. Der Vulkan bricht aus. Das ist ja mal episch. Oh nein, da geht's weiter. Oh, zum Glück noch geschüttelt. Und sieh mal an, hier ist ein Gourmet-Luma. Das ist direkt der Secret-Stern, oder? Wie viele willst du? 80. Ah, so viele habe ich gerade beisammen. Zum Glück bin ich nochmal in den Vulkan gefallen. Ich glaube, anders bekommt man keine 80 zusammen. Ja, cool. Dann haben wir direkt beim ersten Durchlauf den Secret-Stern geschafft. Mal gucken, in was er sich verwandelt. Was hat es mit dir auf sich, mein lieber kleiner Gourmet-Luma, der ganze 80 Gramm von mir haben wollte? Okay, war irgendwie wie zu erwarten, ein Lava-Planet. Aber was darf ich darauf machen? Der sieht irgendwie nicht so groß aus. Ah, okay. Lava steigt und sinkt wieder. Und wir müssen uns vermutlich einfach einen Weg über den Planeten bahnen. Und... Oh, du Scheiße. Okay, kapiert. Kapiert. Silbersterne unter Druck sammeln. Na, das kann ja mal was werden. Also, hier mache ich einfach ein... Da wollte ich zu viel und zu schnell. Macht nichts. Macht nichts, macht nichts. Jetzt wollte ich wieder zu viel, zu schnell. Retard! Ich hoffe immer, dass ich irgendwie abkürzen kann, um Zeit zu sparen. Ich mach's wieder. Aber diesmal überlebe ich mit... Nein. Okay, lass mir das. Jetzt habe ich ein bisschen rumgetrollt. Nehmt das nicht ernst. Also, dann warten wir halt erst und laufen immer den vorgegebenen Weg. Im vorgegebenen Tempo. Ich bin zwar jemand, der gerne das Ganze schneller macht und ein bisschen rusht, aber wenn es anders nicht geht, dann, naja, machen wir es halt auf die Weise. Ach du Scheiße. Ich kann die nicht dissen. Oha, das ist ja böse. Aber macht nichts. Einfach hier reinstellen und wieder warten. Einfach alles schön gemächlich angehen lassen. Dann kann auch nichts anbrennen. Das habe ich auch in New Super Mario Bros. Wii gelernt. Wenn man das Ganze alles, wenn man alles gemächlich angeht, dann funktioniert alles viel besser. Dann hat man auf einmal Skill und alles funktioniert, wie man will. By the way, wer es nicht kennt, ich hoffe, es kennt jeder. Ein sehr, sehr gelungenes Projekt, was auch sehr viel Anklang bei euch gefunden hat.
Und ich bin auch selber sehr, sehr stolz drauf, weil ich hatte sehr viel Spaß und ich bin auch mit der Qualität jedes Parts zufrieden. Und insgesamt hat es mir einfach enorm viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es war auch ziemlich witzig, mir dabei zuzuschauen, weil ich wirklich teilweise so krass gefailt habe, aber auch teilweise irgendwie so krass viel Skill hatte. Auch wenn die Fails überwiegt haben oder überwogen. Ja, eins von beiden, ihr wisst, was ich meine. Es waren mehr Fails als Skill. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich war sogar kurz davor, mal aufzugeben. Aber wir haben es durchgezogen, zusammen. Ich habe das wirklich nur wegen euch gemacht. Ich glaube, alleine hätte ich mich dann nicht durchgequält. Aber ihr habt mich einfach sozusagen, ja... Ich wollte euch nicht enttäuschen. Ihr habt dieses Projekt sehr, sehr gerne geschaut. Und dann habe ich mich halt auch mal eine Stunde und 40 Minuten hinter dieses Level geklemmt und über 60 One-Ups. Ne, eine Stunde 40 ist zu viel. Aber ich glaube, eine knappe Stunde war schon. Und mich einfach hinter dieses Level geklemmt. Ist irgendwann komplett ausfindig gekonnt. Und dann geschafft. Für jeden, der jetzt nicht weiß, von was ich spreche, schaut einfach den letzten Part. Ja, doch, es war der letzte Part von Mario Bros. 3. Hatte ich enormste Probleme beim vorletzten Level des Spiels. Aber das habe ich dann noch zum Glück geschafft. Das letzte Level war dann eher noch so chillig. Das habe ich dann auch noch ganz gut über die Bühne gebracht. Und dann war es ein sehr, sehr cooler letzter Part des Spiels. Also, wer es noch nicht gesehen hat, geht auf meine Playlist auf meinem Kanal und sucht einfach New Super Mario Bros. Wii. Dann werdet ihr auf jeden Fall schon, fündig. Ich glaube da an euch, dass ihr in der Lage seid, euch auf meinem Kanal zu navigieren. Und ich glaube, allzu unübersichtlich ist er ja nicht. Ich versuche das Ganze ja immer gut strukturiert zu halten, dass sich auch eben Leute, die neu auf meinem Kanal sind, da ein bisschen auskennen und schnell zurechtfinden, dass sie dann nicht eben ewig lang rumklicken müssen, weil wenn sie lang rumklicken, dann haben sie natürlich auch irgendwann keinen Bock mehr auf dem Kanal. Man will natürlich alles am besten so übersichtlich wie möglich. Ist ja bei mir nicht anders. Klingt jetzt irgendwie so vorwurfsvoll. Ist aber in keinster Weise ein Vorwurf. Und ich habe schon hier denselben Fehler gemacht wie vorhin. Ich glaube es nicht. In dieser Galaxie ist ein bisschen warten gar nicht so schlecht. Da oben waren ja sowieso nur Münzen. Das heißt, ich kann mich direkt weiterschießen. Und ich glaube, ich gehe aber nochmal in den Vulkan. Wie gesagt, ein bisschen Meth muss ich ja noch farmen. Und da kann hier so ein bisschen nicht schaden. Aber ich habe direkt eine Stampfattacke gemacht. Jetzt noch das ganze Zeug hier einsammeln. Und dann nach oben und direkt losschießen. Mich würde es interessieren, ob der Vulkan noch ausbricht, wenn ich nicht da unten den Schalter aktiviere. Aber hier ist einfach so viel Meth, das will ich auf jeden Fall mitnehmen. So, da würde es zum Sonderstern gehen. Und hier geht's für mich weiter. Boah, der Vulkan unten bricht ja ordentlich aus. Und das Ganze ist ja eine riesige Lavakugel. Schaut euch das mal an. Sieht wirklich beeindruckend aus. Und hier ist noch viel Meth auf den Lavaplaneten, ne? Was ich natürlich gerne mitnehme. Und hier ist sogar noch ein Maxi-Life-Pilz. Braucht man den hier? Ich dachte, sowas gibt es immer nur, wenn es Bosskämpfe gibt. Aber das Ganze hier sah mir alles nicht so nach einem Bosskampf aus. Sondern eher nach einem Parcours, den ich laufen muss. Naja, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Hier natürlich auch direkt weiter ein abgestürztes UFO. Schon total schwarz verschmort. Sah cool aus. Schöne Detailarbeit. Und jetzt muss ich Sternfragmente sammeln, oder? Ja, genau, da. Siehst du doch schon orange schimmern. Die nehme ich gerne. 5 Stück. Aber der Planet hier wirkt mir jetzt... Aua! Die habe ich ja komplett übersehen. Aua! Jetzt hatte ich keine Kontrolle über Mario. Der Planet wirkt mir hier jetzt nicht allzu groß. Also sollte das hier, glaube ich, alles machbar sein. Oh, hier wäre fast wieder heiße Luft rausgekommen. Wie aus meinem Mund. Ah, oh, witzig. Okay, schießen wir uns weiter. Wow. Diese Arena sieht beeindruckend aus. Also dann. Wo ist der Haken? Irgendwo gibt es doch einen Haken. Ui. Das Ganze bricht ein. Das ist nicht so schön. Hier rüber. Sehr gut. Also, was passiert jetzt? Alles vibriert. Oh Gott, das Ganze stürzt ein. Die schöne Arena bricht zusammen. Und die Lava steigt. Not so good. Ich falle erstmal runter. Ist es aber auch weniger tragisch. Ich muss mich jetzt einfach beeilen. Hey, schnell diese. Oh Gott. Nicht so schnell sein. Der Weg baut sich erst noch auf. Oh, diese Musik macht so Panik. Das ist unglaublich. Zum Meth sammeln bleibt kaum Zeit. Aber ein bisschen was kann ich mitnehmen.
Ist zwar nicht die Hölle, aber besser als gar nichts. Okay, hier kurz das reinrammen. Und es geht direkt für mich weiter. Wow, schöne Kristalle hier. Was haben wir hier? Ah, das nehme ich alles mit. Ich bin nämlich messsüchtig. Oh Gott, das hat sich nicht gel... Oh, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Meine Messsucht kostet mich jetzt vielleicht das Leben. Nein, nein, tut es nicht. Meine Messsucht bringt auch Skill mit, weil ich sozusagen Angst habe, mein Mess zu verlieren. Oh, hier schön mit Hilfe der Lava drüber gejumpt. Du verziehst dich. Hier ist der Stern. Aber du musst dich zweimal dagegen schlagen. Schütteln. Ja. Der Stern ist befreit. Ich weiß gar nicht, ob das Ganze hier noch mehr einsinkt. Ich habe jetzt nicht mehr drauf geachtet. Egal. Wir haben den Stern und das ist das, was zählt. Und ja, es sind noch, glaube ich, 3 Sterne hier in der Galaxie. 2 normale und der Komet. Und ich glaube, die packe ich hier auch einfach mal noch in den Part rein. Dann haben wir einfach mal alle Welten hier abgeschlossen. Und da vielleicht auch noch genug Mess gesammelt, um den Gourmet-Luma vor dem Kinderzimmer zu füttern. Nein. Es taucht tatsächlich noch einer auf. Ich muss offscreen sammeln. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Oder, ich glaube, ich sammle doch nicht offscreen. Ich glaube, das Spiel geht ja noch weiter. Ich glaube, da werden wir dann noch genug Sternstaub sammeln. Ihr werdet dann schon wissen, was ich meine. Egal. Also, geht's weiter. Durch den Meteoritenregen. Was sieht... Oh ja. Das sieht ja mal bedrohlich aus. Mal schauen, was mich hier erwartet. Ich habe nämlich an diese Welt irgendwie so gut wie gar keine Erinnerung mehr. Also null. Okay, heiße Geysire gibt es nicht mehr. Dafür Meteoriten, die vom Himmel regnen. Ist doch auch mal eine schöne Abwechslung. Oh, da brauche ich die Feuerblume. Wo ist die denn? Die habe ich gar nicht gesehen. Hä? Oder was verchecke ich hier gerade? Da drüben sind doch nicht angezündete Fackeln. Die brauche ich doch, oder? Oder nicht? Wie zünde ich die an? Ah, mit deiner Hilfe? Kannst du Fackeln anzünden? Ja, tatsächlich. Du bist aber ein netter Buddy. Dankeschön. Als Belohnung mache ich dich jetzt nicht aus. Und lösche dich auch nicht oder so. Du warst nett zu mir. Dann bin ich auch nett zu dir. Oh, nein. Ich glaube, da stirbt man direkt, wenn man drunter landet. Also, gar keine Zeit verlieren. Das ist böse. Das sind alles so Passagen, wo man einfach direkt sterben kann, aber ich meine, worüber... Good job, Hübi. Good job. Aber es ist die letzte... Ah, nein, stopp. Ich bin fast verlockt, da in einem Sprung drüber zu springen mit einem Weitsprung. Jetzt war ich abgelenkt. Kann ich da direkt rüberspringen? Oh nein, ich glaube, das ist eine... soll ich es probieren? Ja komm, ich habe genug One-Ups. Nein! Boah, wie böse ist das denn? Die haben die Gravitation so gemacht, dass sie mich zurücksaugt. Was für Schweinehunde. Was für Schweinehunde, die Entwickler. Sie haben damit gerechnet. Und haben es einfach mit unsichtbarer Gravitation gelöst. Dass der Spieler auch gar keinen Anhaltspunkt hat, dass er jetzt vielleicht sterben könnte. So, und jetzt muss ich da unten rein. Anders überlebt man das hier nicht. Aber die Entwickler haben wenigstens dran gedacht. Ist ja auch mal was. Das eine oder andere Mal übersehen sie ja gerne so offensichtliche Abkürzungen, aber diesmal ist es ihnen aufgefallen. Leider, leider, leider. Und ich muss wieder Sternfragmente sammeln. Okay. Habe ich doch gerade vorhin schon gemacht. Aufpassen. Ich weiß auch gar nicht, wo mich das Ganze hinführt, weil dieser komische Planet am Ende, dieser dicke Lava-Planet mit den komischen weißen Laserstrahlen sah irgendwie crazy aus. Und ja, dachte ich mir doch schon, dass hier eins ist. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht in die heißen Geysire laufe. Also ich glaube mal, dass es Geysire sind. Geysire stoßen ja Dampf aus, gell? Das würde hier passen. Irgendwie Wasser, was im Planetenkern ist, verdunstet und wird dann ja als heißer Dampf ausgestoßen wegen der ganzen Lava. Ergibt einigermaßen Sinn, oder? Ja, man muss sich nur einreden. Und cool, hier entsteht auch der Sternenring. Den kann ich gut gebrauchen. Und wir sind aber immer noch nicht bei diesem komischen Planeten.
Och nee. Okay, ich sehe schon, auf was das rausläuft. Hier muss ich einen Kugelwilli durch diesen ganzen Parcours leiten, den ich mir da drüben irgendwo snacke. Das kann ja mein Spaß werden. Ich hoffe mal, der stirbt nicht an diesen, ja, ihr wisst, an diesen roten Lavateilen. So, einer hat mich anvisiert. Okay. Also, dich puste ich einfach mal aus. Ach du Scheiße, der ist schnell. Und meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Okay, da muss ich euch irgendwie ausrotten. Oder ich hoffe, ich kann den Kugelwilli an euch vorbeilenken. Naja. Bruder? Sehr schön, er sieht mich. Komm mit. So, du hausch ab. Ich falle in die Lava. Ist kein weiteres Problem. Ich kann ihn hier durchleiten. Dich mache ich aus. Ah, jo. Warum ist deine Drehattacke nicht groß genug, um ihn kaputt zu machen? Sag mir das mal, Dimitri. Warum heißt Mario jetzt Dimitri? Hat etwa russische Wurzeln? Das wäre auch nochmal was. Eine japanische Figur hat russische Wurzeln. So, hier durch bitte. Und dahin. Geil. Hat ja einigermaßen gut geklappt. Der dritte Versuch war es, oder? Der dritte oder vierte Versuch. Und jetzt komme ich zu diesem crazy Planeten. Oh, das ist eine Sternball-Herausforderung. Soll ich den Weg... Oh, die Musik ist anders ein bisschen. Soll ich den Weg darüber probieren? Okay. Sehr geil, hat geklappt. So, jetzt aufpassen. Ich weiß nicht, was diese... Das Loch habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Also, nochmal. Ich nehme nochmal den coolen Weg da drüber. Weil es halt die Skiller machen, der ich ja natürlich bin. Ich kann mich nur noch selber auslachen. Nein, es ist kein Auslachen. Ich kann über mich lachen. Weil es einfach irgendwie witzig ist. Und jetzt habe ich auch meinen persönlichen Ehrgeiz gepackt, dass ich einfach nochmal hier rüber machen will. Und diesmal hat es auch geklappt. So, jetzt weiß ich, hier in diesem Parcours sind Löcher drin. Wie in einer Frau. Ich bin witzig. Nicht. So, hier rüber. So, da. Da. Nein! Warum klappt das nicht? Bewegungssteuerung. Du darfst mich nicht im Stich lassen. Soll ich mal den normalen Weg nehmen? Nein. Coole Menschen nehmen nicht den normalen Weg. Zurück, zurück. Mehr Anlauf. Wir brauchen mehr Anlauf. Wir brauchen mehr Anlauf. Und jetzt vor. Ja, gut. Also. Jetzt, da kamen wir schon mal schnell durch. Und jetzt wird erst eine Pause gemacht. Mich würde interessieren, was das dafür für blaue Strahlen sind. Aber ich probiere es mal jetzt nicht. So, aufpassen. Ja, ja. Aufpassen. Da durch. Genau, stopp, zurück. Saugt dann immer voll mit. Ach du Scheiße. Was kommt jetzt? Yes, wir haben es geschafft. Juhu. Bumm. Und da scheint der Stern. Das sieht ein bisschen auf der Flagge wie ein Minigolfplatz. Findet ihr nicht auch? Ich finde total, das ist total der Minigolfplatz. Und her mit dem Stern. Cool. Ich muss mal schauen, wie viele Messteile ich habe. Ob ich schon den Gourmet-Luma vor dem Kinderzimmer füttern kann. Ich hoffe zumindest, dass sie immerhin schon mal einen von beiden sattgestellt haben. Dann brauche ich wahrscheinlich nochmal tausende Messteile, um die zufriedenzustellen. Ja, okay, ich habe schon mal 1200. Vielleicht wollt ihr denn nur 1200. Das wäre schon mal ganz schön. Und wenn der beim Kinderzimmer 1200 wollte, will der hier oben bestimmt 1400. Oder? Red mal mit dir. Na, na, na. Ich will deine ganze Ware. Ich will... Okay. Wenn der 1600 will, dann will der unten mit Sicherheit 1400. Ich versichere mich nochmal kurz, aber ich bin mir da relativ sicher. Komm schon, gib mir Sternteile. Nein, er will doch... Okay. Er will doch nur 1200. Das ist doch mal was. Ja, dann kann ich immer den schon mal zufriedenstellen. Aber der oben will einfach nochmal 400 mehr. Das ist einfach... Das sind unmenschliche Mengen. So viel kann Mario gar nicht produzieren in seinem Messlabor. Denk doch mal ein bisschen an ihn. Oh, schade. Schade, schade, schade. Ich hatte gehofft, da oben erscheint keiner mehr. Aber dann werden wir uns beim nächsten Mal dieser Galaxie widmen. Was da auf uns wartet,
Und was nach den letzten Welten passiert, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Bleibt dran, euer Hübi.